15.000 deutsche Zivilisten wurden während des Zweiten Weltkrieges in Amerika interniert. Ganze Familien. Auch die Kinder mussten in eines der großen Lager, weil Nazi-Deutschland im Krieg mit den USA war. Es gibt kaum Fotos und Dokumente aus dieser Zeit und doch haben sich einige Familien heute davon getrennt. Sie übergaben Alben, Briefe, Behördenschreiben an den Historiker Michael Louis Crumbs. Ihre Familiengeschichten sollen bald öffentlich erzählt werden. Ich habe mich nicht nur für meinen Vater interessiert, sondern ausgehend von seiner Geschichte für viele andere Geschichten von Internierten. Und die werden hier jetzt präsentiert und in Langensalza in einem Museum gezeigt. Die Idee zu dieser Ausstellung kommt von Michael Louis Crumbs. Er fand Unterstützung bei der Stadt Erfurt und der Stiftung Ettersberg. Louis Crumbs forscht zudem an der Uni Erfurt zum Thema Internierung deutscher Auswanderer im Zweiten Weltkrieg. Darüber weiß man fast nichts. Aber gleichzeitig, wir machen Sozialgeschichte. Was ist den Menschen passiert? Als sie gefangen waren, was haben sie gegessen? Was haben Sie in Ihrer Freizeit gemacht? Müssen Sie arbeiten? Weil eigentlich Soldaten müssen arbeiten, Offiziere nicht, aber Soldaten schon. Und die Zivilinternierten, sie durften nicht. Die heute übergebenen Dokumente sind ein richtiger Schatz für die Wissenschaftler. Denn darunter sind auch Tagebücher, die den Lageralltag beschreiben, in Worten und Bildern. Sie erzählen vom Entlausen und vom Wiedersehen. Das ist das Schöne für mich gewesen, dass es überhaupt Leute gibt, die sich für dieses Thema interessieren, für das ich mich auch schon seit einiger Zeit interessiere. Das ist nämlich relativ selten. Die meisten wissen davon wenig. Das ist so eine Randglosse der Weltgeschichte. Das Besondere der Familien Scherer und Leber, ihre Väter arbeiteten in Südamerika und wurden dort regelrecht gekidnappt, sagen die Söhne. Lange ein Tabuthema. Es gab mal hier und da eine amerikanische Zeitung, die sich interessiert hat. Da gab es mal ein Interview über Internet. Aber insgesamt, wie Herbert schon sagte, ist das Thema sehr wenig bekannt. Während bei Kriegsgefangenen klar geregelt war, wie sie behandelt werden müssen, war das bei den internierten Zivilisten nicht der Fall. Viel Arbeit also für die Historiker und das Interesse an ihren Ergebnissen ist jetzt schon groß.